drei Freunde, die gerade aus einem Urlaub heimgekommen sind und zu Hause nichts aus einem verlassenen Haus vorgefunden haben. Sie wollten sich eigentlich bei einem der drei noch einquartieren für ein paar Tage und sich von dessen Mutter etwas, nein, ich sage jetzt nicht verwöhnen lassen. Das würde nämlich seltsam klingen, nein. Sie wollten sich durchfüttern lassen, Videospiele spielen oder was sonst noch, was ihnen sonst noch einfällt. Aber, wie gesagt, ein leeres Haus. Die Eltern sind weg. Kein Auto in der Einfahrt. Über 2 Kilometer seit der letzten Bahnstation zu dem kleinen Vorort vor Köln gelaufen und befindet euch jetzt mitten in der Stadt und habt keine Ahnung, was los ist. Ey, Tim, die Bude ist wieder leer. Ja? Meinst du, Andys Mutter ist wieder bei dem Typen? Keine Ahnung. Andys Mutter ist eigentlich so nett, deswegen. Ja, zu mir war sie auch nett. Wir gehen mal rein. Gehen wir mal rein. Andi! Ja, also, sag mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist alles so dunkel. Mach doch mal das Licht an, Digga. Klick. Andi, draußen stimmt irgendwie was nicht. Es ist alles so still. Im Vorort von Köln ist nicht ein Mensch, Mann. Das ist komisch. Tim, hast du jemanden gesehen bei der Fahrt? Nur uns, ansonsten niemanden. Wer hat da die Bahn gefahren? Wir haben niemanden auf der Straße gesehen, Andi. Was ist hier passiert? Keine Ahnung, ich bin gerade aufgewacht. Was ist los? Deine Eltern sind nicht da. Das ist normal, aber... Ja, ich weiß, dass das normal ist, dass deine Mutter nicht da ist, aber... Dein Vater, er ist nicht da. Das ist alles ziemlich komisch. Was war das? Verdammte Scheiße. Warte, ich guck aus dem Fenster. Immer diese Obdachlosen! Du siehst, wie draußen eine Frau schreiend über die Straße läuft und eine Gestalt ihr hinterher rennt. Verdammt, da wird eine Frau verfolgt! Scheiße, wir müssen dir helfen! Verdammt! Andi! Wir müssen da runter! Das ist meine Currywurstfrau, die müssen wir retten, ab geht's! Ihr reißt die Tür auf und rennt der Frau hinterher. Sie biegt in eine Seitengasse ab. Hey! Hey, bleib stehen! Verdammt, wir müssen dranbleiben! Ihr hetzt immer noch der Frau hinterher, die schon längst um die Ecke gebogen ist, genauso wie die Gestalt. Ihr drei schnellt um die Ecke und das, was ihr noch zu sehen bekommt, ist... eine Frau, die auf dem Boden liegt, Blut überströmt und dieses Wesen kniet über ihr und scheint sie zu fressen. Scheiße, ich glaube, mir wird schlecht. Verdammt, Alter, das kenne ich aus diesem... Wie heißt das? Resident Evil, Alter. Im ersten Teil war das auch. Oh, die geht ja... Oh. Was machen wir jetzt? Verdammt, geh von hier weg! Warte, lass es. Oh. Lass uns erstmal zurück. Ja, bringt uns, wenn es weitermacht. Oh. Zurück? Du willst einfach zurück, Mann? Hier liegt eine tote Frau direkt vor deinen Füßen und du willst zurück? Was sollen wir denn sonst machen? Schon mal von Polizei rufen gehört? Hast du nicht gelernt? Ja, aber bleib erstmal ruhig, bevor er es noch hört. Wir gehen jetzt um die Ecke und dann können wir die Polizei rufen. Da hast du recht. Aber erstmal weg kurz. Okay. Wir bringen nämlich uns selber Sachen zu riskieren. Okay. Ihr bewegt euch langsam von diesem Wesen weg um die Ecke. Einer bleibt so stehen, dass er die Straße noch im Sichtfeld hat. Und ihr kramt erstmal eure Taschen durch und sucht nach einem Handy oder irgendetwas, womit ihr die Polizei rufen könnt. Scheiße, ich hab mein Handy nicht. Verdammt, Akku leer. Ich hab keinen Empfang. Ja, super, geil, wie in einem Horrorfilm. Super, du hast kein Handy, mein Akku ist leer, du hast keinen Empfang. Super, richtig geil, wir leben ja auch überhaupt nicht im 20. Jahrhundert. Was machen wir jetzt? Scheiße, Alter. Ich würde sagen, erstmal zurück ins Haus, bevor noch so ein Vieh kommt. Ja, komm. Während ihr euch unterhaltet, hat sich das Wesen langsam erhoben und bewegt sich auf euch zu, denn anscheinend wart ihr etwas zu laut und habt ihn beim Fressen gestört. Zockelt langsam auf euch zu mit einem Kraulen oder Gröhlen und streckt die Arme nach euch aus. Verdammt, da ist der Hurensohn! Scheiße! Hat jemand eine Waffe dabei? Irgendwas? Ja klar, ich hab noch nicht mal ein Handy dabei, aber eine Waffe. Wie bist du denn drauf? Was sollen wir jetzt machen? Tim, hast du eine Waffe dabei? Ihr überlegt, aber wenn ihr mit Handys oder einem Haustürschlüssel jemanden umbringen wollt, dann habt ihr recht wenige Optionen, die euch jetzt weiterhelfen würden. Gibt denn hier irgendwas in der Nähe, was wir dafür benutzen könnten oder sowas? Keine Ahnung. Burgerpapier, ich hab keine Ahnung, hier liegt nur Müll rum.
Es ist eine kleine Seitengasse. An der einen Seite steht ein Zaun, an dem ihr nichts wirklich entdecken könnt, was hilfreich wäre. Und irgendwo in der Ecke liegt ein Pappkarton, der leer ist. Fuck. Also nichts Brauchbares in der Nähe. Fuck, wir müssen zurückkommen. Zurück. Ja, okay, alles klar. Ab ins Haus. Ab ins Haus. Ihr beeilt euch und rennt zurück ins Haus und rammt die Tür hinter euch zu und sperrt sie ab. Denn es steckt zwar kein Schlüssel, aber sie hat so einen Türverriegler. Boah, zum Glück, alter Andi, leben deine Eltern noch in den 60er Jahren, ey. Hätten wir einen Schlüssel hier, dann hätten wir Probleme gehabt. Ich brauche erstmal eine Zigarette, Junge. Was war das? Scheiße, was machen wir jetzt? Der lässt uns nicht in Ruhe, Alter. Der lässt nicht gut sein. Das Einzige, was ich noch habe an Waffen, ist eine Eisenstange und ich habe oben noch aus meinem Spanien noch so einen kleinen Mini-Baseballschläger. Der wird aber, glaube ich, nicht viel aushalten. Okay, ich nehme die Basie. Tim, nimm die Xbox, die kannst du ihm zur Not vom Kopf werfen, vom Andi. Nein! Nicht mit Xbox! Das wird drauf. Wo liegen die originale Xbox? Ich will das Ding nicht sofort umbringen. Die liegen oben, in meinem Base, irgendwo oben halt. Base. Ja, ihr befindet euch in der unteren Etage, irgendwer muss sie holen gehen. Scheiße. Okay, wir machen es so. Nein, das ist scheiße, wir müssen jetzt ernst bleiben. Wir gehen alle drei runter. Weil es bringt nichts, hier oben zu warten, wenn unten was passiert. Hoch. Wir gehen hoch. Warte mal. Dann lass mich nur kurz ein langes Küchenmesser mitnehmen. Damit wir irgendwas haben. Auch wenn es nur kurze Distanz ist. Okay, kurze Distanz. Küchenmesser. Okay. Egal, irgendwas müssen wir jetzt machen. Geh. Okay. So, Andi geht in die erste Etage, um den Baseballschläger zu suchen. Ich weiß zwar nicht, wo du das Eisenrohr herholen willst. Andi, ich würde jetzt mal sagen, du hast einen Baseballschläger im Zimmer, es reicht. Gut, und Pascal, du rennst in die Küche und suchst nach einem großen Küchenmesser. Küchenmesser, verficktes Küchenmesser! Ich hab den Baseballschläger! Super! Währenddessen guckt Tim aus dem Fenster heraus und sieht, dass diese Gestalt schon 3-4 Meter vor der Haustür ist. Scheiße, das kackt den Kurt über den Scheiße! Ich hab ihn! Geil, wen hast du? Baseballschläger, was hast du denn? Achso, ja, ich hab einfach mal das größte Küchenmesser von deiner Mutter genommen. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch viel übel nimmt, was hier losgeht. Pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir müssen... Also ihr versammelt euch wieder zurück im normalen Hauptzimmer. Gut, Andi, du rennst die Treppe runter. Wie? Schnell? Du rennst die Treppe runter, wo ist der Baseballschläger? In meiner rechten Hand. Wo ist deine linke Hand? Im Geländer. Okay. Deshalb, du hast dich festgehalten, ist nichts passiert. Gut. Ihr steht wieder im Zimmer und dieses Wesen klopft an die Tür. Pass auf, ich weiß nicht, wie schnell wir es totkriegen. Wir müssen auf jeden Fall das Vieh töten, aber dadurch sollten wir nicht die Haustür aufmachen. Wir haben noch einen kleinen Hintereingang. Pass auf, wir gehen dadurch raus und kommen von hinten. Das ist wieder typisch für einen Kölner. Ich weiß, dass das kommt. Guck doch erstmal, wer an der Tür ist. Vielleicht ist es deine Mutter, du weißt es doch nicht. Meine Mutter wird einen Schlüssel haben für die Haustür. Oder rufen, aber auf jeden Fall nicht so dagegen hauen wie ein Bekloppter. Tim erzählt dir und sagt es nochmal, dass während ihr weg wart, er gesehen hat, wie dieses Vieh zur Tür gestürmt ist. Okay, hinten raus. Okay. Ja, und du hast schon dran gedacht, wo der Schlüssel für die Hintertür ist. Das heißt, ihr geht durch die Hintertür raus und... Schleicht euch durch den Vorgarten zurück nach vorne. Okay, ich würde sagen, pass auf, ich zimmer kurz mit dem Baseballschläger drauf und wenn er davon betäubt ist oder was auch immer, er ein bisschen abgelenkt ist und auf mich geht, rammst du ihm das Messer in den Kopf. Andi, nichts! Wir sind doch nicht Bruce Willis, Alter! Wollen wir nicht einfach gucken, dass wir an dem vorbei können, statt hier so eine Selbstmordaktion zu machen? Ich will dich nicht nochmal verlieren. Ja, aber was sollen wir machen? Wo sollen wir hin? Denkst du, dass wir das einzige Wesen hier gewesen sein? Davon können wir einfach nicht ausgehen. Also brauchen wir einen Ort, wo wir hin können, oder nicht? Ja, aber überleg doch mal, wenn es nicht das einzige Wesen ist, was bringt es denn dann, wenn wir es töten, wenn überall andere Wesen sind? Wir sollten auf jeden Fall erstmal aufhören zu diskutieren und einfach irgendwas machen, weil das Ding kommt immer näher. Ja, das ist sau lahm. Wir hätten in der Zeit eigentlich schon wegrennen können. Ist euch aufgefallen, oder? Egal. Ihr steht hinter der Häuserecke, sodass ihr den Eingang sehen könnt und ihr seht immer noch, wie dieses Wesen wild gegen die Tür hämmert, da es ins Haus will. Leute, das bringt nichts. Das Ding würde später auch noch mehr anlocken. Wir töten es jetzt. Und wenn es mehr davon gibt, dann können wir nicht dauernd weglaufen. Es gibt Situationen, wo wir kämpfen müssen. Und es ist besser, wenn wir jetzt an einem ein bisschen Erfahrung kriegen. Oder okay, so. Okay, gut. Alles klar. Ich mach bei dieser Selbstmordaktion ausnahmsweise mit. Aber Jungs, ich muss euch noch was sagen. Falls wir es nicht schaffen. Ihr seid meine schlechten Kumpel. Okay, los.
Gut. Andi hat den Baseballschläger in der Hand und Pascal einfach. Okay, pass auf. Stürmen wir drauf zu? Oder soll ich mich lieber ranschleichen? Weil das Ding macht so viel Geräusche, dass es ein Ranschleichen nicht bemerkt. Das heißt, ich kann einen Hit landen, ohne dass das Ding mich angreift oder sieht. Pass auf. Ich schleich von der Linken. Du schleichst von der Rechten. Ich schleich von der Linken. Du schleichst von der Rechten. Falls irgendwas daneben geht, haben wir Tim in der Hinterhand. Okay. Gut. Wenn ich einer von uns. Das Codewort ist. Timme. Wenn einer von uns Probleme hat, dann brüllt er Timme. Dann weiß Tim Bescheid, wer schreit und kann je nachdem die Richtungen. Ihr wisst, was ich meine. Los jetzt, verdammt, das Vieh wird uns bald bemerken. Auf geht's. Auf geht's. Gut, ich habt euch beide an das Vieh rangeschlichen. Es hat euch nicht bemerkt, es wimmert immer weiter gegen die Tür. Und ihr könntet jetzt zu einem Schlag ausholen. Greift uns den Kopf und greift unsere Nahkampfwaffe an und du verfehlst.